Nachher der SWR kommt nachher noch vorbei. Immer im Vorfeld der Weltmeisterschaften wie dieses Jahr 2010, jetzt in Südafrika, ist immer Rudolf Kreitlein gefragt. Das ist eine Exos gewesen. Ich habe mich schon verwandt gehabt. Ich bin aber vorher schon in der Kabine bei beiden Mannschaften gewesen. Und auch bei beiden Mannschaften in Englisch gesagt, I want fair play. Ist das in Ordnung? Und das wussten sie. Sabatin hat natürlich immer nur in seiner Sprache gemeckert. Er ist ja der Kapitän gewesen und müsste ja eigentlich Vorbild sein. Ne? Das ist er aber nicht gewesen. Sondern er hat also immer gemeckert in seiner Art. Und da, wo er noch schon ermahnt gewesen ist, oft ist er wieder bei dem Exos gewesen. Und der Exos ist neben das Tor gegangen. Und hat er wieder hergemotzt. Und ich wollte weglaufen und sehe, wie er mit der Hand abwinkte. Und wo ich jemand hier, dann habe ich gesagt, end no go. Ich wusste, dass er Englisch versteht. Und dann habe ich rauschen da und habe ihn ausgeschmissen. Und es hat natürlich lange gedauert, bis der gegangen ist. Der Ken Essen hat natürlich viel dazu beigetragen, um Englisch hier wieder. Möglichst wieder alles in Ordnung zu halten, aber der Radin hat es nicht fertig gebracht. Musste halt wohl oder übel gehen. Das 38. Minute ist es, glaube ich, gewesen. Und so. Und dann war, glaube ich, das Spiel relativ lange unterbrochen, gell? Ja, das waren die 9 Minuten unterbrochen, ja. Aber ich habe natürlich alles nachspielen lassen. Das ist logisch. Also es war ein Platzverweis und es war bis dahin so, dass man die Spieler praktisch per Handzeichen vom Feld geschickt hat. Per Handzeichen, ja gut, in Ordnung, aber normalerweise, ich wusste ja, no go off, das hat er gewusst, weil er Englisch war, das hat er gewusst, jetzt muss er nach Israel ausgestellt. Und das war natürlich schon lang gedauert, 9 Minuten, bis ich wieder weiterspielen konnte. Und wie kam es dann zu der Idee mit den Karten, rote und gelbe Karte? Die roten und gelben Karten. Er hat am anderen Tag zu mir gesagt, hat er gesagt, Menschenskind, Rudolf, gestern habe ich so lang nach dem Spiel gebraucht, an jeder Ampel musste ich warten, bis ich wieder weiterfahren. Ich bin länger gewesen als wie bei einem Spiel. Und dann waren die roten und gelben Ampeln und so kam die Idee mit der Karte. Hat er gesagt, da musste ich gelb, rot. Dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Menschenskind, das ist ja die Idee. Da braucht man ja praktisch, das kennt man doch irgendwie als für den Schiedsrichter Sache. Rot und gelb. Das hat er gesagt, ja. Und so kam es dazu. Und so kam es dann dazu. So kam es. Rot und gelb. Und das ist für mich, weil es ja an der Ampel gewesen ist. Das Viertelfinale bei der Fußball-WM 1966 zwischen Gastgeber England und Argentinien. Ein hitziges Spiel, bei dem der Stuttgarter Schiedsrichter Rudolf Kreitlein schon in der Anfangsphase mehrere Verwarnungen ausgesprochen hat. In der 35. Minute wollte er den argentinischen Kapitän Antonio Ratin vom Platz stellen, weil der Schiedsrichter meinte, er sei beleidigt worden. Der Ratin hat natürlich in seiner Art immer gemeckert, hat er auf dem Papierweg, hat er wieder hergemutzt und sehe, wie er mit der Hand abwinkt.
Dann habe ich gesagt, end no go off. Doch der argentinische Spieler dachte nicht daran, den Platz zu verlassen. Es gab Tumulte, englische Polizisten mussten den 1,65 Meter kleinen Schiedsrichter schützen und den fast 2 Meter großen Ratin vom Platz führen. Ja, das waren 9 Minuten unterbrochen, ja. Aber ich habe natürlich alles nachspielen lassen. Das WM-Viertelfinale zwischen England und Argentinien sorgte für Schlagzeilen und es war gleichzeitig die Geburtsstunde der roten und gelben Karten im Fußball. Rudolf Kreitlein und der britische Schiedsrichterbetreuer Ken Aston sind nach diesem denkwürdigen Spiel gemeinsam auf die Idee gekommen, in Anlehnung an den Straßenverkehr. Er hat noch am anderen Tag zu mir gesagt, hat er gesagt, Menschenskind, Rudolf, gestern habe ich so lang nach dem Spiel gebraucht, an jeder Ampel musste ich warten, bis ich wieder weiterfahren kann. Das wäre doch die Idee, aber habe ich gesagt, wenn wir das ein Vierer könnten. Sie legten den Vorschlag dem Weltverband FIFA vor, der bei der WM 1970 in Mexiko zum ersten Mal die Karten eingeführt hat. Insofern ist der heute 90 Jahre alte Stuttgarter Schiedsrichter in die Fußballgeschichte eingegangen. Der kleine Mann wurde damals häufig das tapfere Schneiderlein genannt, weil er im Hauptberuf als Schneidermeister arbeitete. Und natürlich hat er auch seine Arbeitskleidung als Schiedsrichter selbst geschneidert. Jedes Höschen, alles mögliche, selbst mit meinen Linienrichter, die wo mit mir in der Bundesliga an der Linie gestanden sind, die haben von mir immer die Hose, die habe ich genau gewusst, welches Maß sie haben. Ein Exemplar seiner selbstgefertigten Schiedsrichterkleidung ist bis Mitte Juli im Kunstmuseum am Stuttgarter Schlossplatz zu sehen. Bei der Fußballausstellung mit dem Titel »Gefühle, wo man schwer beschreiben kann«. Rudolf Kreitlein lebt nach wie vor in Degerloch. Er hält sich fit mit Gymnastik und auch dem Fußball ist der 90-Jährige bis heute verbunden geblieben. Er hatte eine Dauerkarte für die Bundesligaspiele des VfB. Fast bei jedem Heimspiel bin ich beim VfB Stuttgart und ich habe immer den gleichen Platz und aber auch meine gleichen Nachbarn dort und fragen sie mich natürlich immer, wie war es, wenn die Entscheidung getroffen wird. Ich sage aber doch nicht irgendwie, dass man mit dem Schiedsrichter nichts zu tun haben.